diese Dilara rein. Keiner will mit dieser Dilara live gehen. Egal, ich halt, guck mal, ja, dann können wir so machen, wir halten einfach beide unsere Fresse, bitte. Weil ich will nicht diese unnötige Stress machen. Dankeschön. Ich versuche gerade herauszufinden, was du bist. Was bist du überhaupt? Bist du Schatz, ein Er, ich bist bin, du ein Sie? also Nenn mich mit Schatz. Transgender. Guck mal, ich rede gerade mit dir richtig respektvoll. Wenn du jetzt respektlos wirst, ich schwöre auf alles, ich werde sehr schlimme Sachen machen. Deswegen versuch nicht irgendwas hier Stress zu machen, unnötig, weil ich habe gerade gesagt, lass es klar, lass einfach lassen. Nicht mit, wir sind hier nicht im Kindergarten, weil wir können normal reden. Manchmal kann ich mal reden. Guck mal auf diese Uhrzeit, Digga. Warte mal kurz. Ich muss kurz was machen. Leute, wie geht's euch? Mua. Schickt mal was, ja. Was für neun, nur neun Leute haben was geschickt, ja. Was ist das? Für was ich gehe live? Für was ich kriege mein Geld? Für nix oder was? Ja, denn von wo kommst du her? Welche Stadt? Erstmal ich, jetzt auf einmal Jaren, Ja. Tamamsi. Mach mal deine Fresse, du Peach. Tamam, Peach, kannst du deinen Vater nennen, der Milch holen gegangen ist? Tamam, Mann. Du Hast nicht Hässlige. meinen Vater, du Dein Arschloch. Vater ist Milch holen gegangen, Du deswegen hast nicht rede man meinen nicht. Vater, Dein deswegen. Vater, es war noch nie in deinem Leben, dort hat nie eine Vaterrolle in deinem Leben. Deswegen sei mal leise, bitte, Jaren. Wenn du einen Bevor Vater hättest, dann würdest ich du alles von dir herausfinde und dann dich expose hier. Tamam, Mann. Deswegen sei mal leise. Bedank dich mal bei deinen Leuten, die dir Geschenke machen. Weil bei mir, du kannst diese nicht machen. Weil ich bin nicht LGBTQ, ich bin dabei. Oder diese, du denkst, diese Tees, diese anderen, du kannst mit denen so machen. Aber ich bin nicht ein, ich bin ein Asozialer. Ich komm aus einer Großfamilie. Ich mach das mit dir so. Dann du bist ruhig, du Eklige. Du kannst meine Hand küssen, Du kannst Herr, deine Hand kann deine Mutter küssen, wenn sie auf dem kannst Boden meine ist. Hand Okay, küssen. Tamamme, wenn ich dich schlage. Du Hässlige. TikTok sportlich. MPU, hast du Kopfschmerzen schon? Er ist Weißt schockt. du, wer gleich Kopfschmerzen haben wird, wenn ich dich hier expose, Digga? Sei mal leise Kannst meine jetzt. Hand Mit küssen? deinem Ansatz, Digga, dein Friseur, wer ist dein Du Friseur? Ist kannst dein kurz Friseur ein meine Hand küssen. Kellerfriseur? Dein Ansatz fängt von hier an und endet hier. Was ist das, Digga? Lern mal deine Haare zu färben, richtig, bitte. Du trägst Perücken, Die das ist haben. nur Glatze hast du Digga, auch. meine echten Haare gehen bis hier. Meine Haare sind gesund. Meine Haare sind Maschallah. Ich habe eine so. Ich bin naturblond. Also ich bin diese dunkle Blond. Deswegen mach keine Maske, unnötige Maske drauf nicht. Du machst deinen Haaransatz von hier. Deswegen rede nicht. Ich kann Perücke machen, Rücke tragen, was ich will. Tamam. Leg mal dein Bett so. Leute, bitte schickt mir noch mehr. Ich bin so eine arme Dilara. Ich sehe nicht aus wie eine 0815 Dilara. Ich sehe aus wie eine besondere Mädchen. Bitch, kein interessiert, wie du aussiehst, wer du bist, weil du mit deinen 4000 Abonnenten geh mal weiter irgendwas machen. Anderes, dir Salami-Brötchen. Ah, sorry, du hast 100.000 Follower, sorry, Schatz, ich ich hab war 200.000, deswegen rede nicht. Wer bist du, wer bin ich? Ich bin besonders, du Jetzt bist hast du sie nichts. sowieso Deswegen. gekauft. Immer weiter Flaschen in deinen Götz schieben. Achso, tamam. Tamam, abla. Du kannst Wie meine alt Hand bist du? 40? Ich rede nicht mehr mit dir. Halt einfach deine Tamam, Fresse. yalla, geh raus. Halt einfach deine Fresse, du Peach. Lack, geh raus einfach, keiner will Mann, mit dir reden. Weil, guck mal, diese Jungs, die interessieren sich nicht mal für dich, die interessieren sich einfach für mich. Bist es dir nicht peinlich, dass ich als Junge, ich war mal ein Junge, und die interessieren sich einfach mehr für meine Aura als für dich? Weil du bist einfach eine 0815, die Lara, die ihre Lippen aufspritzt, ihre Augenbrauen tätowieren lässt, ihre Wimpern machen lässt, die Nägel machen lässt. Lack, geh mal, ich hab wieder ein. Madara, Rilla, wo ist Optimus Prime? Die haben sich gerade, zwei Mädels haben sich, die haben sich voll gestritten. Walla? Ja. Hör auf damit, Mann! Rilla. Ja. Damit!
Ja. Ich will jemanden vorstellen. Demet, du bist richtig hübsch, ja, mashallah. Dankeschön, du auch, mashallah. Danke, danke. Ich kenne dich noch von ganz damals, wo du immer mit Dings live warst. Ist egal, ich will keinen Namen sagen, aber ich feiere dich todes. Du bist einfach real. Also ich merke diese, über TikTok habe ich mitbekommen, du bist auf jeden Fall real, real. Also du verstellst dich nicht wie diese anderen 0815 Dilaris, die immer so, hallo Leute, bitte schick mir bitte mehr Geschenke und so. Weißt du, du bist real, auf jeden Fall. Ich feiere dich dafür, das wollte ich dir einfach sagen. Ja? Empirik hat, er hat Auflänge, er konnte nicht mehr. Ich muss kurz Kamera ausmachen, ganz kurz. Ich komm, warte, ich zeig mich gleich wieder. Ich muss kurz was machen. Also, dass man hier nicht sehen darf. Oh, egal. Warte, oder nein, warte. Vermamsen. So. Okay. Ich kann trotzdem reden. Look. Ich schwöre, so viele aus meiner Stadt kommen gerade in mein Live. Warum? Was wollen die von mir? Dann so ein Typ, der mich mein Club angemacht hat, er sagt so, du hattest mit meinen ganzen Freunden schon was. Ich meine, Dicker, ich kenne dich nicht mal und deine Freunde kenne ich auch nicht. Wer bist du, bitte? David, was machst du? Nichts, nee, schön, du? Ach so, ich auch, ja. Ich bin richtig müde. Ich wollte eigentlich noch raus, aber es ist zu spät, ja. Irgendwas machen wir jetzt. Deswegen, ja. Okay. Warte, ich mach kurz. Warte, Bruder, ich bin gleich wieder da. Ich mach kurz Stopp. Wohin gehst du? Ich bin wieder da. Ich muss meine Kamera wieder umdrehen. Ich muss so kurz was machen, was man hier nicht sehen darf. Also nichts, denk nicht falsch, Leute, okay? Was hast du denn gemacht? Du brauchst noch ein bisschen Lipgloss, ist ein bisschen weggegangen. Ich habe schon ganz leer gemacht, ne? Ich muss neue gleich in meinen Schrank gucken, ob ich noch eine habe. Jetzt machen wir doch was los. Jetzt sag mal einfach so, was los da hinten? Wie bitte? Sag mal so, was los da hinten? Lack, was ist los da hinten, Lack? Was macht ihr da hinten, ja? Nehmt euch mal, werdet mal Mann da hinten, ja. Du bist 21 Jahre alt? Genau, 21. Ja, dieses Jahr geworden. Also ich werde nächstes Jahr, ich habe im Sommer Geburtstag. Thank you, wie lieb. Dankeschön, Habibi. Leute, ich esse jetzt. Warte, wie soll ich das sehen? Warte mal kurz. Na, wo ist die? Wo sitzt du gerade? Wo sitzt du gerade? Wo bist du gerade? Hier auf meinem Sofa. Hier ist mein Bett und hier ist mein Sofa. Aber was ist das für ein Zimmer, wo du gerade bist? Also ich bin gerade ein Apartment von mir. Also ich habe ein Apartment hier in Berlin. Wo in Berlin bist du denn? Nee, Grunewald. Kennst du Grunewald? Ja, kenne ich. Genau, in der Nähe von da. Aber das ist nicht, also das ist nicht mein Apartment, das ist von meiner Schwester. Weil ich habe mich mit meinem Vater vorgestern geschlagen und es ist sehr eskaliert, dann ist die Polizei gekommen und im Endeffekt der Polizist, er war Türke, er hat nach meinem Instagram gefragt und hat mir mit Fake-Account geschrieben und meinte, hey, ich bin's, der Polizist und so. Ich meinte, ey, noch nie ein Polizist hat mich nach meinem Instagram oder so gefragt. Ich habe mich richtig gefühlt, ich dachte, oh mein Gott, er hat mich einfach noch ins, und ich war sogar ungeschminkt. Ja, Leute, ich fühle. Ich weiß, keiner hat gefragt, aber ich habe es trotzdem erzählt, Leute. Aber warum erfindest du so eine Sache? Ich schwöre, das ist keine Erfindung. Das ist wirklich die Wahrheit, was ich gerade alles gesagt habe. Ich bin ein Mensch, ich habe früher vielleicht mal gelogen, wo ich noch ein bisschen jünger war, diese kindische Zeit, die man hatte. Aber jetzt, ich stehe dazu, also ich sag, wenn ich was sage, ist immer die Wahrheit. Also... Du bist 21 Jahre alt. Ja, 21. 2002, bin ich geboren, ja, genau. Wie hast du das hinbekommen? Wann ich angefangen habe? Ja. Ich habe mit 19 habe ich angefangen, genau. Also 3 Jahre lebe ich jetzt so. Okay. Und wie hat das angefangen?
Also es hat schon, wo ich 7 war, ich habe von meiner Mutter ihr so Lippenstift genommen, habe so ran gemacht, habe so zum Beispiel so Schals von ihr genommen, habe um mich ran gemacht und habe einfach Bauchtanz vor ihr getanzt. Und dann meine Mutter sagt, ich wusste nie, dass du so warst und so. Ich meinte, Mama, bitte, du hast doch selber gesehen, was ich vor dir getan habe. Und mein Vater meinte, also mein Vater versteht mich mehr als meine Mutter und ich hätte das nie gedacht. Ich dachte mal, meine Mutter versteht mich mehr, weil sie ist doch auch eine Frau und so. Sie müsste sich doch in meine Lage auch reinversetzen können. Aber mein Vater meinte, ich wusste schon immer, dass du innerlich eine Frau, also Frau bist, weißt du? Weil ich war immer weiblich. Ich habe ja als Kanake erst. Aber du meinst deinen Stiefvater, nicht deinen richtigen. Aber er ist schon seit ich 7 bin, also ist er schon in meinem Leben. Deswegen ist er wie mein richtiger. Dein Stiefvater. Sorry, ich werde die ganze Zeit angerufen. Also das ist mein Stiefvater, aber unser Verhältnis ist komisch. Ja. Einen Tag wir verstehen uns, einen Tag wir verstehen uns nicht. Und dann, wir haben uns an diesem Tag geschlagen, zwar vor 2 Tagen. Und ich schwöre, er hat einfach Parfüm aus Glas. Das war so ein Parfüm, hat auf meinen Kopf eingeschlagen, 3-mal. Und ich Biggie. Wallah, Biggie. Hey, Biggie, du bist nicht normal. Ich kann nicht mehr. Lachst mich gerade aus, Barella? Lachst du gerade aus? Schmeckt mir diese. Ach, Dunja, ach, die Welt. Ach, was soll man machen, ja? Deswegen, Leute, macht immer das Richtige, nicht das Falsche. Weil wenn ihr merkt, aber erklär mal die Leute, was ist das Richtige und was ist das Falsche? Das Richtige ist, macht euer Geld, macht mehr Geld als die. Ich kann nicht mehr reden. Macht mehr Geld als eure Freunde, macht mehr Geld als die Leute in eurer Familie, macht mehr Geld als die Leute um euch herum. Macht, guck mal, hängt nicht mit Leuten bis, keine Ahnung, bis 6, 7, 8 Uhr morgens rum und dann, was habt ihr davon? Nix. Geht lieber was machen, was sich lohnt. Also zum Beispiel eine Arbeit, die mehr Wert hat, als zum Beispiel an einer Kasse zu arbeiten. Ist ja nicht schlimm, man kann ja Kassiererin sein, man kann diese andere Jobs haben. Aber immer mehr zu verdienen, im Ende kannst du dir mehr leisten, als die Person neben dir, weißt du? Also ich bin so eine Person, es soll nicht mal arrogant sein. Also du willst damit sagen, du bist nur noch Geld fixiert. Nein, guck mal, man sollte sich auf Sachen fixieren, die einfach Sinn im Leben haben und sich lohnen. Weißt du, ich kann nicht bis 8, 7, 8, 10 Uhr mit Leuten chillen und im Endeffekt habe ich nichts davon. Okay, ich hatte meinen Spaß und so, ich habe mit denen gechillt. Okay, aber ich weiß nicht. Was bist du für Landsfrau? Das habe ich schon zum 4. Mal schon gesagt, weißt du, ne? Eigentlich. Ich hab's vergessen. Aus Jamaika, Türkei und Brasilien. Moni nix. Wie bitte? Moni nix. Also Remixed. Warte mal kurz Musik an. Was wollt ihr hören? Habt ihr einen Musikvorschlag? Zeig mal deinen Freund, der mit dir im Zimmer ist. Zeig mal. Er will nicht gezeigt. Ich zeig ihn. Ganz gut. Ich darf. Nein. Frag ihn. No. Frag ihn aber. Nein, ich würde von mir selber aus nicht machen. Und was, wenn er will? Ja, dann sag ich nein. Warum denn? Meine Regel ist hier die Regel. Aber warum sagst du nein? Aber ich will nicht, ich will mein Privatleben nicht mit diesen Leuten teilen. Aber warum sagst du nicht nein? Wenn ich sage, ich will nicht mein Privatleben teilen, dann teile ich es auch nicht. Ja, Tamam. Ich kann richtig schön wie ein Kanake reden. Guck mal, Stefan, ich rede so. Stell mal vor, ein Mädchen wird so angerufen. Lackschatz, guck mal, jetzt komm, ich bin mit Mercedes-Benz draußen. Ich warte die ganze Zeit auf dich. Wann kommst du denn endlich? Ja. Lack, ich hab sogar Rosen für dich extra aus Lidl gekauft. Lack, komm mal jetzt runter. Tamam, ich warte noch eine Minute, dann ich war weg. Yalla. Und dann haben sie auf jeden Fall richtig Auge auf mich gemacht. Ich war letztens draußen, haben mich einfach Leute, denk nicht. Ich rede jetzt so ganz normal. Was wollt ihr hören? Ich höre so amerikanisch. Ich bin so richtig in diese amerikanischen Filme. Ich weiß nicht warum. Aber in welchem Film bist du gerade? Gerade nix, ja. Also leider, weil ich nicht rausgegangen bin. Was? In welchem Film von Hollywood? Also gerade mit meinem normalen Film. Also ich bin immer so drauf. Aber wenn ich, wie soll ich, besser gelaunt sein will, dann kannst du jetzt schon denken, was ich dann draußen mache. Also was ich dann mit den Leuten mache, mit den Chillen. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja.
wenn du draußen bist und wenn einer dich so schief anmacht. Weißt du, wie oft ich erkannt wurde draußen? Die sagen, weißt du, dann mach nicht mehr diese Piepstimme. Was los hier? Was mach ich immer. Ich laufe immer durch Leute. Ich werde immer so. Dann werde ich von so hässlichen Typen angemacht. So richtig alt, die sind so 60, 70. Ich sag, like, ey, geh mal weg, ja, Selemi. Mach mal wieder Schattenboxen, Schattenboxen. Wie bitte? Mach mal deine Schattenboxen. Warte. Ich schwöre, ich habe mich einmal mit einem 2-Meter-Typen geschlagen. Ich habe ihn einfach noch gegen geschlagen. Am Ende sind 8 Fressen bekommen. Und seine ganze Fresse, ich sehe, hier ist alles kaputt. Aber ich bin erst, weißt du, wie groß ich bin? Ich bin 1,58. Ich bin klein, ich bin dünn, aber ich kann zuschlagen wie ein Ali. Ich sehe aus wie eine Dilara, aber ich schlag wie ein Ali. Aber so ein, ich bin so eine, wie sagt man in Berlin zu solchen Mädchen, die so wie sich wie ein Mann verhalten? Kampflesbe, oder? Darf man Lesbe also, sagen? Ich bin aber du hast so einen Mix von Kim Kardashian und wie heißt die andere nochmal? Oh mein Gott! Nicki Minaj. Nein, nein. Shirin David? Ja. Ey, das ist das schönste Kompliment. Ich schwöre, ich warte, ich muss kurz weinen. Oh mein Gott, ich muss Kim Kardashian. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich schwöre, ich fühle mich hier richtig wohl in dieser Gruppe. Ich schwöre, Leute. Einfach Demet, Barella, Yas. Mann, ich vergesse die ganze Zeit deinen Namen. Stehst du nur auf Männer? Nein, ich stehe auch auf Frauen, aber ich stehe auf diese maskulinen Frauen, die sich doch wie Männer anziehen, wie Männer verhalten. Aber ich hatte auch zum Beispiel eine Ex-Freundin, sie war halb Thailänderin, halb Deutschin und sie war halt feminin, so richtig, wirklich wie eine Frau. Und sie war pansexuell, also sie meinte sogar, was alles, was auf den ich nehme. Und so, ja, aber ich stehe eher auf Männer. Stark. Ja, und du, Demet? Ich stehe auf Männer. Ich dachte, jetzt kommt was anderes. Ich wollte da sagen, Demet fragt für einen Freund. Der wollte dich kennenlernen. Ja, ja, Barreda. Du bist ja auch gerade in ihrem Chat drin. Und dann, Mom, ich hab verstanden. Der hat mir das geschrieben. Ach so, sie hat gerade so die Kamera. Ihre Hände sind gerade unten. Und sie schreibt gerade was. Und sie hat die geschrieben. Ja, sie hat sogar Nachricht bekommen. Okay. Sie hat für einen Freund gefragt. Auf jeden Fall ist sie bald aus Deutschland aus. Ich gehe nach, ich sag nicht wohin, aber... Nein, du musst jetzt sagen, wo. Ja, okay, Leute, ich verrate, wo ich hinziehe. Aber nein, dann Leute machen Auge, ich kann nicht. Dann diese Klappe. Nein, weißt du was? Mach Auge weg, okay. Jetzt kannst du sagen. Okay, ich ziehe nach Istanbul für ein halbes Jahr, in einem Monat. Aber warum? Meine Tante, sie bezahlt meinen Flug, sie bezahlt alles. Sie hat ein Apartment da, zweistöckig. Und ist direkt am Strand. Also ich habe da Strand, ich habe auch Familie da. Deswegen, ich werde mein bestes Leben leben. Ich werde mich voll tätowieren, ich werde BBL machen. Da musst du erstmal zunehmen. BBL, ich weiß. Ich habe schon jetzt, wie viel habe ich in 2 Wochen, 3 Wochen? Ich habe 5 Kilo zugenommen. Weil ich fress wieder. Ich hatte meine Attacken, wo ich bin magersüchtig geworden. Ich habe nichts mehr gegessen, aber das war wegen anderen Sachen. Man kann sich schon denken, warum. Warum ich nicht mehr gegessen habe. Wegen Schnee? Mhm. Also Schnee, das bringt mich nicht mal so runter wie bei anderen Leuten. Aber ich mache das nicht mehr, weil ich habe gemerkt, dass diese ganzen Sachen, diese machen, die sind nicht gut. Diese Leute, mit denen ich gechillt habe, ich gucke in deren Gesicht, ich sehe, ihr seht aus wie Zombies, Digga. Mit was chill ich da eigentlich? Und jetzt chill ich mit Shababs, die ein bisschen Geld an der Tasche haben, ne? Weil so, Mom. Leute, mal logisch denken. Guck mal, ich sehe gut aus. Es gibt sogar, ich schwöre, es gibt Typen aus meiner Stadt, die laufen sogar mit mir rum. Also, es gibt doch manche, die sagen, du bist dies und das, ich kann nicht mit dir rumlaufen, meine Familie. Es gibt Leute, die laufen mit mir Hand in Hand. Und weil bei mir, man merkt nicht, wenn ich meine Fresse nicht aufmache. Aber warum wirst du nicht Fotomodell, wenn ich fragen darf? Dank. Ich habe früher, guck mal, ich bin dir ehrlich, ich habe dieses, darf man das hier sagen, diese Plattform? Oh, man weiß, ihr wisst schon, oh. Wisst ihr, was ich meine mit oh? Man Bilder von sich postet, aber ein bisschen freizügiger. OF. Genau, OF. Habe ich früher gemacht, ich habe mit richtig krassen Crew, also die hatten sehr, sehr viele, wie sagt man, Reichweite da.
Aber das Krasse war, ich habe immer Maske getragen. Also man hat immer nur meine Augen gesehen. Und das war mein Image. Aber nein, warum bist du nicht Fotomodell? Richtig Fotomodell. Ich habe früher diese Mal überlegt und so, aber ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich jetzt Germany's Next Topmodel geben würde, ich würde nicht weiterkommen, ich glaube nicht. Du würdest locker Erster werden. Leute, ich kann nicht. Warum bist du so nett zu mir? Ich kann nicht. Ich schwöre, ich bin glatt. Ich schwöre, ich liebe das hier. Ich schwöre, ich fühle mich richtig wohl. Ich denke gerade, wir sitzen wirklich so alle an einem Tisch und wir reden gerade einfach. Das ist so cool. Ich mache jetzt ein Lied von Shirin, weil dieses kann ich mehr hören. Ganz die gleiche Musik, ja. Kannst du rappen? Kannst du auch singen? Ja, ich schwöre, ich mache jetzt ein Beat an. Ich rappe.